es ist endlich wieder soweit. Es ist Sarah-Time. Ja, wie ihr ja wisst, mittlerweile fliege ich alle 3 Monate nach Graz, nach Österreich, um mir meine Haare schön zu machen, ja? Dieter Ferschinger! Da ich ja schon die Umfrage gemacht habe, wo ich überall hinkommen soll, habe ich auch gemerkt, dass in Österreich die Anfrage ganz schön groß ist, mich auch mal hier anzutreffen. Deswegen habe ich mir gedacht, nächstes Mal einfach ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, damit wir hier vielleicht so ein kleines Meet and Greet noch machen können. Wenn ihr darauf Bock habt, erstmal Daumen nach oben und einen Kommentar da lassen, ja. Bleibt natürlich dran und lasst mir eure Meinung da. Ich hab euch so lieb. Let's go. So, hier seht ihr mal meinen Ansatz. Und dieser Ansatz, der nervt mich jeden Monat. Monat für Monat, ja. Dann kannst du so gar nicht mehr rumspringen. Dann musst du immer so rumspringen, dass dann die Haare so nach hinten sind. Dann fällt es nicht so auf. Es gibt dann schon den ein oder anderen Trick. Aber so nervt es mich einfach. Es ist schon alles hergerichtet. Und jetzt wird die Farbe drauf geklatscht. Die Haare sind jetzt glatt. Also das sind jetzt meine eigenen Haare. Das sind jetzt keine Extensions drin. Also die sind auch schon ziemlich, ziemlich lang geworden. Aber einfach so dünn wie so Federn. Schaut das mal an, wie dünn die sind. Einfach keine Haare auf dem Kopf. Ein gerupftes Hähnle bin ich. Jetzt wird Strähne für Strähne das Braun ein bisschen rausgezogen. Also der Ansatz. Und gleichzeitig unten meine Haare ein bisschen aufgehellt, dass sie noch heller werden. Und das passiert jetzt in meinem ganzen Kopf. Ich bin gespannt, wie das ausschauen wird. So, alles auf meinem Kopf drauf. Ta-ta-ta-ta! Sehe ich nicht witzig aus? Also es wird sehr, sehr dunkel. Ich glaube, ich werde mich gar nicht wiedererkennen. Aber ich sag's euch gleich, okay? Wir sind schon so weit. Jetzt wird es nach und nach langsam rausgewaschen. Von unten nach oben. Und alles wird wieder aus dem Haar genommen, was da drin ist. Schaut das mal an, was da alles drin ist. Wenn ich so schaue jetzt in die Kamera, dann sehen sie voll dunkel aus. Schaut wie schwarz aus, gell? Ja, das schaut ganz gut aus. Die Spannung steigt, oh mein Gott. Also ich habe es noch nicht gesehen. Alle sagen, es sieht gut aus, aber man ist schon irgendwie ein bisschen nervös. Ist einfach so. Aber... Wow. Krass, ey. Anders, ne? Vor allem, schau mal, du bist wirklich super hell hier unten geworden. Ich glaube, es wird richtig schön, wenn es hell ist. Jetzt bin ich keine Barbie-Puppe mehr, Leute. Jetzt werde ich ein bisschen natürlicher und anständig und brav. Erwachsen. Okay, das nicht. Erwachsen. Nein, ich will nicht erwachsen werden. Es sieht richtig geil aus. Leute, ey, schaut das mal an. Ja, jetzt habe ich noch meine ganzen Flausen auf dem Kopf. Dieter, du kannst eigentlich gleich da bleiben, weil es gibt nämlich eine Sensation heute mitzuteilen. Der Dieter hat seine eigene Extensions-Marke rausgebracht. Genau, das und ist richtig. Und ich kriege sie heute rein. Hey, jetzt schaut mal bitte, wie hell die sind. Die sind so weich. Und ich freue mich jetzt einfach auf meine neuen Haare. Leute, ich habe wieder Haare und ich bin glücklich. Jetzt noch den perfekten Schnitt, da könnt ihr euch auch noch mal überraschen lassen, ja. Und dann sind wir ready. Ja, okay, dann tun wir sie wahrscheinlich noch ein bisschen frisieren und ein bisschen tupieren. Ja, und ein bisschen schon, ja. Ta-ta-ta-ta! Das sind meine neuen Haare. Wir haben jetzt diesen Ansatz dunkler gemacht und auch rausgezogen. Einfach, dass ich diesen Stress nicht mehr habe, alle 4 bis 6 Wochen zum Friseur zu springen, um mir diesen Ansatz zu blondieren. Und ich erhoffe mir auch dadurch, dass es, wenn es immer weiter rauswächst, ich die immer weniger blondieren muss, aber trotzdem irgendwie eine Blondine bleibe. Also ich hoffe, ihr versteht mich da, was ich da so meine. Ich habe sie auch jetzt für den Sommer etwas kürzer, sonst habe ich sie ja echt immer bis hierhin eigentlich gut, ja, bis hier auf jeden Fall, immer in dieser Länge. Und jetzt habe ich sie einfach kürzer gemacht, dass ich den Sommer genießen kann, dass ich ins Wasser springen kann, damit ich einfach die so offen tragen kann, ohne dass sie sich verwurschteln. Das sind halt einfach etwas kürzere Haare, immer idealer. Ich bin mega, mega happy. Ich hoffe, euch gefällt die neu aufgepimpte Sarah.
ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann kommt der nächste Vlog natürlich wieder in 3 Monaten, wenn ich wieder bei Dieter zu Besuch bin und mir wieder meine Haare machen lasse. Und wie gesagt, ich überlege mir was, wenn ihr Bock habt, wirklich hier nächstes Mal noch so ein Meet and Greet mit anzuhängen, dass ihr vorbeikommen könnt, mich besuchen könnt, wir ein bisschen quatschen können, Selfies machen können. Das müsst ihr mir einfach nur schreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder so ist. The Real Time. Ciao, meine Lieben.